Und ich habe drei Personen mit mir eingeladen für heute. Ich bin ganz glücklich, dass Sie alle drei hier sind. Danke für die Zeit nehmen. Und ich wollte am ersten Susanne Weiß introduzieren. Susanne Weiß, du bist Architektin, aber auch Autorin, auch Kuratorin. Du hast ganz viel gearbeitet, auch über diese Stall wieder anbauen. Wir waren gestern in Glunz. Vielleicht kann ich das noch nicht sagen. Vielleicht. In Glunz gibt es einen ganz schönen Stall. Haben wir angeschaut. Kann vielleicht ein Zukunftsprojekt werden, ein Zukunftsprogramm für dir. Und du hast einmal zu mir gesagt, dass diese, dass wenn du wie eine Architektin, wenn du arbeitest, dass die Balance zwischen was ist und was neu kommt, dass du die Balance versuchst zu finden zwischen beiden. Das finde ich interessant. Du bist auch jetzt die Koordinatrice von Donna Nisa Semirurali Gemeinschaftsgarten in Bozen, in den Don Bosco Viertel gibt es einen ganz schönen Garten. Und dieses Jahr bist du die Koordinatrice davon. Und einiges Jahr vorher hattest du diese ganz schöne Buch gemacht. Darin stehen auch ganz schöne Bilder von die Gärtner und Gärtnerinnen von heute. Die kommen aus verschiedenen Kulturen raus, aber auch die frühere Inhabitants, wie heißt das? Einwohnung. Von diesem Don Bosco Viertel, das ist ganz eine interessante Geschichte, nicht? Und ich wollte dir nur in dieser ersten kurzen Runde fragen, am ersten, was war das erste Mal, dass du gehört hast von diesem Semirurali Garten? Warum bist du dort gegangen und warum bist du noch stets immer noch engagiert damit, weil das machst du neben deiner professionellen Arbeit, wenn ich die Entscheidung machen könnte. Das ist die erste Frage, Susanne. Ja, ich bin immer vorbeigefahren. Ich wohne dort, also ich bin immer an diesem Garten vorbeigefahren. Ich habe gesehen, das sind Leute, die irgendetwas machen. Und das hat mich interessiert und dann bin ich irgendwann einmal einfach eingestiegen, weil ich gedacht habe, es ist schön, mit Pflanzen zu arbeiten. Mit der Zeit habe ich dann verstanden, dass es nicht um die Pflanzen geht, sondern um die Menschen, weil wir sind ein interkultureller Gemeinschaftsgarten. Und es geht eigentlich darum, die Beziehung zwischen den Menschen mittels der Pflanzen oder mittels der Gartenarbeit zu kultivieren. Ja, ganz schön, ganz schön. Und wenn du heute, was ist heute die große Challenge? Herausforderung. Was ist heute die große Challenge, wenn du über diese Urban Gardening sprichst? Weil hier sind wir im Finchgau, das ist ein ganz andere, hier gibt es andere Sachen, andere Probleme, aber mit diesem interkulturellen Garten, ist es ein Problem vom Land, dass es keinen Platz gibt, oder es ist ein Problem von diesem Platz teilen zwischen den Kulturen oder die Band mit den anderen Bolzanini? Also gibt es genügend Platz, es gibt genügend Restflächen in den Städten, also wenn man ein bisschen schaut, man würde genügend Plätze finden. Und die Gemeinde Bozen hat eigentlich jetzt auch, glaube ich, die Intention, diese Plätze alle zu finden und viel mehr Gärten zu machen. Die Herausforderung ist wirklich, dass wir eine Gemeinschaft schaffen wollen und dass es oft Nachbarn gibt oder Leute, die nicht im Garten sind, die Angst bekommen. Also die haben Angst vor unserer Nachbarschaft. Und sie sehen erst dann im Laufe der Zeit, dass wir nicht gefährlich sind. Also, dass wir unter Vandalismus leiden und nicht Vandalismus machen zum Beispiel. Ja, ja. Okay. Und wir machen natürlich, wir müssen viel machen, damit diese Angst
abgenommen wird, weil wenn wir Feste machen und wir laden alle ein oder wenn wir Gemüse hergeben und die Leute in den Garten bringen und ihnen zeigen, was wir machen, dann mit der Zeit funktioniert das besser. Ja, okay. Aber ich wollte auf jeden Fall sagen, dass Hilary Solly hier ist, die die Gärten gegründet hat. Und dass sie eben die große Arbeit geleistet hat, also bis heute. Yes, Hilary. Danke, Susanne. Also die Vorstellung von drinnen und draußen, das ist ein interessantes. Ja. Welche Vorstellung haben wir von uns selbst? Und welche Vorstellung hat die Welt von uns? Da können wir zurückgehen in die runde Tisch. Am zweiten hier neben mir, Armin Bernhard. Du hast soziale Wissenschaften studiert, arbeitet auch noch als pädagogische Wissenschaften beim Brixen-Universität. Und du hast diese wunderschöne Bürgergenossenschaft Oberfinchgau mitgegründet. Diese Initiative Zusammenfest genommen mit der Genossenschaft und ich denke, wir können sagen, es ist eine gute Initiative. Es schafft es. Es ist wunderschön hier zu sein, auch in dieser schönen Stadt von Anafoli. Und du hast mir erzählt, dass die regionale Entwicklung, das ist, was für dich die Frage ist, so wie in welche Richtung muss das gehen und wie machen wir das, wie schaffen wir das. Du versuchst, experimentelle Initiativen zu unterstützen und die auch zu verbinden, hast du gesagt. Und dann wird meine Frage sein, wie kannst du ein Beispiel geben, wie du das machst? Wie verbindest du verschiedene experimentelle Initiativen hier in Finchgau? Das ist schon eine anspruchsvolle Frage. So. Für uns ist es ja wichtig, als Bürgergenossenschaft, dass wir das Gebiet haben, ein Territorium haben, einen Lebensraum haben, wo wir sagen, okay, für diesen Lebensraum möchten wir Verantwortung übernehmen und die Entwicklung des Lebensraumes gestalten. Mhm. Und das eine nachhaltige Entwicklung, die nicht nur kurzfristig, sondern schlussendlich enkeltauglich ist. Und deshalb glaube ich, ist es dieses Spannungsfeld, das wir heute erleben in einer globalisierten Welt, wo alles überall gleich wird, aber zugleich es sich auch auflöst, die Verbindung der Menschen zu den Orten. Und auf der anderen Seite genau diese Sehnsucht wieder entsteht, diese Verbundenheit mit dem Regionalen, mit dem Orten, mit dem irgendwo eine Identität wieder herzuholen und die Identität wieder ganz auch territorial wieder zu verknüpfen. Das ist immer so ein Spannungsfeld, weil es da immer Extremitäten der Entwicklung gibt. Hm. Aber ich glaube, dass es das Bewusstsein der Verortung, dieses Bewusstsein, was ist der Raum, wo ich Verantwortung habe, ist die Grundlage, dass ich überhaupt Verantwortung übernehmen kann für ein Gebiet. Das heißt, ich muss wissen, wo ist die Grenze meiner Verantwortung und dann kann ich dafür Verantwortung übernehmen, kann daher aktiv werden und kann gestaltend eingreifen. Etwas, was ohne Grenzen ist, dann habe ich nichts, wo ich angreifen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt, hier möchte ich eine kleine Veränderung setzen, hier möchte ich einen ersten Schritt machen. Mhm. Weil ich mich da verliere vor all den Möglichkeiten, vor dem nichts mehr Greifbaren. Ja, und wenn du selbst diese wunderschöne Frage, was ist der Raum, wo ich Verantwortung habe, wenn du das für dich selber persönlich antworten musste, welcher ist dann dein Raum zum Bewegen? Ich für mich, ich glaube, da gibt es erstens unterschiedliche Räume. Es ist schon die Familie ist da ein Raum, wo ich auch eine gewisse Form der Verantwortung habe. Da ist ein sehr begrenzter Raum, ein sehr enger Raum ist. Und dann gibt es natürlich die Nachbarschaft, das erweitert sich sukzessive. Wenn ich jetzt von Region rede, dann ist für Region mich, da gibt es, der Leopold Kohr ist ein austroamerikanischer Philosoph, der hat gesagt, für ihn kennzeichnet Region drei Möglichkeiten. Und das erste ist, dort, wohin mein Blick noch reicht. Wie weit ich mit dem Auge sehe, das ist die Region.
Das zweite Kriterium für ihn war, dort, wohin ich mit dem Rad in einem Tag komme, wo ich hin- und rückfahren kann mit dem Rad. Und der dritte Punkt ist, dort, wo mein guter Ruf noch zählt, wo es etwas zählt, was die Leute über mich sagen. Und das sind für mich so drei Kriterien, weil es mir nicht darum geht, irgendwo fix eine Grenze zu setzen. Das ist hier der Punkt, denn wenn ich schon zwei Dörfer weiter wohne, dann habe ich einen anderen Horizont, einen anderen Blick. Der Ruf zählt vielleicht, geht ein bisschen weiter. Und so ist auch unser Begriff von Region schon der obere Finchgau, aber der obere Finchgau hört ja nicht am Reschenpass auf, nur weil dort eine nationale Grenze gemacht wird, sondern genau das gehört für uns genauso dazu. Das ist ja orografisch viel näher bei uns als bei dem restlichen Österreich. Ja. Oder genauso das Münstertal hier in die Schweiz rein. Das also ist ja auch von dem Finden her näher. Und das, ja, ja. Das kreuzt alle. Und insofern würde ich diese Flexibilität behalten, aber doch, es braucht dieses Bewusstsein, dass es Grenzen hat. Okay. Flexibilität und Bewusstsein, dass es Grenzen gibt. Okay, nehmen wir auch mit in die Runde Tisch. Dann habe ich noch eine Gäste, das ist unsere spezielle Gäste von heute aus Holland, Frederik van Oudenhoven. Danke, dass du hier bist. Und Frederik ist schon ein paar Tage hier in Finchgau, hat auch einige Bauern und auch Sammler und Sammlerinnen gesprochen, um ein bisschen zu wissen, was für ein Ort es hier ist. Das ist kurz, aber das ist Wien. Frederik, du bist Biologe oder Botaniker? Biologe. Biologe? In welche? Yes. Okay, scusa. Ethnobiologe und du arbeitest mit lokalen Bauerngemeinschaften zum diese Frage, wie wir die traditionelle Nahrung und traditionelle Customs, Manieren, Traditionen können behalten und auch wieder aktivieren heute zusammen. Aber was ich so schön finde, wie von euch hat die Film von Frederik gesehen heute Morgen? Die Helfer, okay, das ist gut zu wissen. Was ich so schön finde in deinem Horizont oder deinem Blick, ist, dass du hast einen wissenschaftlichen Blick, aber auch eine Neugierigkeit, eine ganz menschliche Neugierigkeit auch für diese sozial-kulturellen Prozesse. Und du schaust nicht nur, wie es mit Samen geht, aber auch, wie die Leute dann auch Essen machen, wie sie das Samen essen, wie sie mit Brot arbeiten und so weiter. Kannst du etwas sagen? Du hast diese riesige Buch gemacht. Das heißt With Our Own Hands, mit unseren Händen. Und das ist eine Zelebration. Vom Nährung und Leben im Pamirgebirge, das ist zwischen Afghanistan und Tadschikistan. Kannst du etwas erzählen über, warum dieses Buch ist? Warum dieses Buch? Und wo hattest du? Gab es eine Grundidee, um dieses Buch zu machen, oder warst du schon da für eine andere Untersuchung und gab es ein Encontro mit jemandem? Wo passiert etwas so? Ich glaube, es gab viele Gründe. aber also zum ersten arbeitete ich immer mit Samen. Und dann habe ich so, ich hatte da dann 2 Jahre gearbeitet und habe gesehen, also es gibt so eine Samenvielfalt, die ist unglaublich, aber ich sehe es niemals, wenn die Leute essen. Also das gibt keine Reflexion dieses Vielfalts im Essen. Und habe ich die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, gefragt, wo ist das dann? Weil wenn ihr so eine alte Geschichte von Landwirtschaft habt, dann gibt es bestimmt auch eine alte Kultur des Essens. Dann haben sie so ein bisschen gelacht und gesagt, ja, es gibt es, aber das ist nicht für dich, also nicht für Ausländer, weil das ist nicht prestigiös. Mich habe ich gefragt, das trotzdem zu zeigen. Und dann gab es diese Welt, die ich so gar nicht, überhaupt nicht gesehen hatte. Und dann habe ich verstanden, dass es ohne das Essen, also ein Samen ist nur ein Ding, aber
es ist wichtig, nur wenn es in eine Kultur, in eine Essenkultur, eine Rolle hat in, mhm. in das weitere Leben. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben, das zu zeigen, dass das ja. in ein, das, wer war das, ein englischer Poet Blake, to see the world in a grain of salt or in a grain of, man kann eine ganze Welt da rein sehen. Ja. Ganz schön, danke. Und ich habe für diese runde Tisch jetzt. Jetzt gehen wir im runden Tisch. Das war ich. Okay. Habe ich Bilder mitgenommen von dem Buch von Frederik. Und die Idee ist, wir gehen ein bisschen durch diese Bilder. Und wenn wir über ein Bild hier sprechen, dann gibt die Lisa auch die Bilder zwischendurch. Können Sie das auch anschauen? Und diese Bilder erzählen über verschiedene Sachen, die ich denke, ganz wichtig sein, nachts, um zu reflektieren. Und auch, ich denke auch, vielleicht gibt es Parallelen zwischen diesen Pamirgebirge, wo du dieses Riesenbuch gemacht hast, und hier die Getreideanbau in Finchgau. Das interessiert mich, zu wissen, ob es Parallele gibt. Also, wir fangen an. Das erste Bild erzählt über Wildnis. Du kennst das Bild. Frederik, kannst du... Ich hab's genommen. Ja. Was passiert hier? Was sehen hier und was ist das? Also in die... das hier, das ist ein Fels, die durch die Mitte gebrochen ist. Ja. Und das ist ein ganz heiliges Ort in Pamir. Da gehen die Leute, um zu beten, die Goten zu fragen. Aber das Wort in Pamiri heißt auch eine, wenn du das übersetzt, dann ist es ein Ort, wo man von dieser Welt nach die andere Welt gehen kann. Und also in die Tradition, die es in der Pamir gibt, ist hier die Ende von der Welt, wo es alles domestiziert ist, wo man scannt und dann weiter, da ist die Wildnis. Da soll man eigentlich nicht gehen. Und da ist dann eine ganze Geschichte dahinter, dass der Prophet Ali, der war da gekommen, der hat ein Serpent, eine ganz große Schlange auf die Birge gekommen war, hat er getötet, weil er die Leute im Dorf angefallen hat. Das ist okay. Ja. Schön. Und dann habe ich in meiner Untersuchung dieses Bild gefunden. Das ist von hier, von Finchgau. Kennt jemand dieses Bild? Von einem Drach, das wie ein Gletscher runterrutscht. Kennst du das, Armin? Dieses Bild? Ja, weil du es mir gezeigt hast. Ja. Aber hat es was? Weil dieses, du erzählst über einen Punkt, von woher wir von dieser Welt bis eine andere Welt hingehen können. Und, und meine Frage auch, wie viele Leute wohnen hier im, ich denke, dahinter wohnt jemand in Malz. Wie viele wohnen hier in Finchgau? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es hier so einen Punkt, woher eine Welt eine andere Welt anfängt? Gibt es so ein solcher Punkt wie diese Frontiera da, wie diese Grenze zwischen zwei Welten? Egidius nickt schon. Ich denke, ja, ich sehe da Egidius, richtig. Du bist Baum. Tartschepichel, ja. Tartschepichel, diese im Tal. Und warum denkst du das? Alte historische, ja. Mit Energiepunkt auch. Ja, und es ist auch nicht verbessert. Also es ist immer gelb, habe ich gesehen, weil die ganze Tal jetzt alles ist grün und angebaut und die Tartschepichel bleibt wie eine Zeitmaschine oder so. Ja, schön, das sind die Tartschepichel. Aber diese Drache, dann denke ich an deine Schlänge von dem Prophet.
Ihr seht ganz... Das ist vom 19. Jahrhundert, dieses Bild. Und das zeigt für mich etwas, das sagt etwas über die Vorstellung, die wir haben vom Wildernis. Ich weiß nicht, Susanne, wie geht das in die Gemeinschaftsgärten in Bozen? Gibt es Geschichte von Wildnis oder andere Sorten Natur? Bei uns, also die Wildnis eigentlich nicht, sondern die andere Kultur, nicht? Das, die andere das Kulturen. Das ist das, was die Leute dann oft sagen, ja, die haben ja lauter so Holzstecken auf ihrem Garten und das ist unordentlich oder das gefällt uns nicht. Also wir haben zum Beispiel viele Gärtner, die kommen aus Bangladesch und in Bangladesch gibt es sehr viel Wasser und deswegen wahrscheinlich haben sie diese Kultur, dass sie mit Holz so kleine Dächer errichten und auf diesen Dächern oben wachsen dann die Kürbisse vertikal oder andere Sachen und sind geschützt vor dem Wasser und du kannst dann riesige Kürbisse auf diesen fragilen Dächern finden. Und wir haben am Anfang haben wir oft gehört, ja, das ist unordentlich, haben die Nachbarn gesagt, nicht? Aber wir sind überzeugt davon, dass die Leute, die bei uns arbeiten, müssen ihre Kultur praktizieren können. Also genau das ist die Idee von dem Garten, dass sie ihr Gemüse haben können, dass sie damit ihre Gerichte zubereiten können, dass sie ihre Kultur wirklich leben können. Und sie haben bei dem Gemüse eine große Kultur, also mehr Kultur als ich hatte, weil ich war immer aus der Stadt. Ja, danke. Ja. Ja. Gibt es auch Gärtner, die Das ist ganz selten. Also ich bin sehr fasziniert von spontan wachsenden Pflanzen. Ich habe sehr viele Pflanzen auch bei mir, die ich dann esse und wo ich mit der Zeit lerne. Aber die Leute, besonders aus armen Ländern, da gibt es andere Probleme. Für die ist es ganz wichtig, dass sie große und schöne Gemüse haben. Und da müssen wir oft diskutieren, weil sie würden auch gerne vielleicht Kunstdünger verwenden und solche Sachen. Nicht? Für sie ist wirklich der Ertrag wichtig, weil sie leben ja davon, nicht? Also schön. Also wenn wir im Wildnis überleben sollen, brauchen wir Schutz. Das ist, denke ich, normal. Und dann habe ich dieses Bild, Frederik, aus deinem Buch selektiert. Das ist wir sehen ein Ceiling, ein Oberlicht. Ach. Ein Oberlicht. Wir sehen ein Oberlicht in einem Haus. Ja. Und dann kannst du das describen. Ja, also es ist eigentlich ganz schön, dass du dieses Foto gewählt hast. Die Häuser hier in die Pamir, die sind, also das Design dieser Häuser hat sich nicht geändert vor 3000 Jahren. Das ist eine ganz, also das ist ein vorislamitisches Design. Die kommt aus der alten persianischen Tradition und hier gibt es so fünf Lagen. Five layers. Und das sind die fünf Elemente im Zoroastrianismus. Also das Feuer, die Luft, die Erde, das Wasser und noch eine. Und das ist das ist ein sehr heiliges Teil des Hauses. Und jedes Jahr beim Anfang des Jahres nehmen die Leute das Mehl, das frische Mehl vom Weizen. Und machen sie diese Symbolen mit den Händen und mit Kissen und das ist, um sich zu schützen gegen die Geister und auch um die gute Energie einzuladen in eure Häuser. Also und die Grund, dass sie das mit Weizen machen, ist dann wieder, dass das Weizen für ihn ist das Wichtigste ins Leben, weil ohne, also da gibt es so eine Geschichte, dass das Weizen vom Paradies gekommen ist mit der Engel des Landwirtschaftes und der hat ihn dann gezeigt, er hat einen
Horn gehabt und hat dann so gezeigt, wie man die Reihen im Grund machen könnte und wo dann man sein muss. Also das ist ein bisschen die Geschichte dieses Dach. Super schön. Und ich habe in Plaven habe ich zum Roof Dach. Zum Dach von einem Hause diese zwei Pferdeköpfe gesehen, die zum Ost und West schauen und die müssen dann auf die Hause und ihre Bewohner, Inhabitants, ja. Bewohner auch schützen. No? Und dann hab ich die Pferde über diese Webstuhl angebaut, die ich gemacht habe für deine Garten am September. Für die Erntefest hatten sie ein Erntefest und haben wir einen Webstuhl gemacht und Geschichte vom Garten gewebt. Und meine Frage, Susanne, würde sein, an die, welche Glück wünschst du oder welchen Schutz wünschst du? Das ist vielleicht die Angst, dass du vorher schon ein bisschen überzählt hast. Also ich... Für die Garten, ne? Welche? Ja, ich denke, der Garten ist speziell für die Frauen sehr, sehr wichtig. Die Frauen aus anderen Kulturen sind oft in unserer Gesellschaft wirklich völlig am Rande. Also die arbeiten vielleicht nicht und die sind bei der Familie zu Hause, sie lernen nicht die Sprache, sie haben keine Beziehungen. Und dann ist einfach unser Garten ist der Ort, wo sie hingehen können, weil die Gartenarbeit traditionell Frauenarbeit ist, weil es ein geschützter Ort ist, wo sie auch die Kinder mitnehmen können und weil ihre Männer auch nichts dagegen haben, wenn sie in so einen Garten gehen. Und sie finden dort viele andere, weil es ist immer jemand dort, also die Größenordnung bei uns sind circa 90 Eingeschriebene mit Familien, also sehr, sehr viele Leute. Und da findet man eigentlich immer jemanden, mit dem man etwas besprechen kann oder sich Rat holen kann. Also das ist sozialer Schutz ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass dieser soziale Schutz, also speziell für die Frauen und für ihre Kinder in dieser Gesellschaft stärker wird. Ja. Und braucht die Bürgergenossenschaft einen Schutz. Eine Form von Schutz. Sind es Gefähren? Gibt es Gefähren? Paar, lauter. Braucht die Bürgergenossenschaft eine Form von Schutz oder die Bauern mit, ja, die Bauern mit wie du arbeitest, sicher? Ich würde so sagen, im Grunde braucht ja jeder von uns Schutz. Schutzräume, Schutzzonen im Laufe des Tages, im Laufe des Lebens immer wieder. Ich denke, die Bürgergenossenschaft, was unser Ziel ist, dass die Gemeinschaft ein Schutzraum ist. Hm. Und dass wir mehr vielleicht dahin kommen. Aber ein inklusiver Schutzraum. Inklusiv. Inklusiv, weil wenn eine Gemeinschaft einen Schutz kann, es auch vielleicht. Oder so siehst du das. Schau, ich glaube jetzt. Aber ich will auch anschauen, da kann ich nicht so. Ah, okay. Okay, ich probiere jetzt. Ich denke, dass die zukünftigen Herausforderungen, die auf uns als Gesellschaft zukommen, können wir nur gemeinschaftlich meistern. Ich glaube, es ist in Zukunft nicht machbar, dass wir individuell einzeln glauben, diese Herausforderungen, vor die wir gestellt werden in Zukunft, die einzeln zu meistern. Ja. Ich glaube, es geht nur gemeinschaftlich. Mhm. Und insofern glaube ich, dass wir versuchen müssen, gemeinschaftliche Schutzräume aufzubauen. So wie auch so ein Samenfest auch der Versuch ist, daran zu arbeiten. Da geht es um Ernährung, es geht um Lebensmittel, um etwas Zentrales. Und wo es auch darum geht, einen gemeinschaftlichen Schutz aufzubauen, wo wir nicht wissen, wo führt das hin, wenn wir die Vielfalt immer mehr reduzieren, wenn nur mal eine Handvoll Konzerne schlussendlich das Saatgut in der Hand haben und wir vor Ort überhaupt keinen Einfluss, keine Möglichkeit mehr haben, das selbst zu gestalten. Ja.
Das sind alles so Beispiele für gemeinschaftlichen Schutz. Ja, okay. In der Pamirgebirge, Friederik, sehen Sie das Essen, das Brot, was ganz heilig ist, wie ein Typ Medizin, habe ich gelesen in deinem Buch. Und du hast heute Morgen ein bisschen erzählt über diese Medizin-Doktor, die du. Aber kannst du, was passiert in dieses Bild mit dieser Pflanze? Kannst du das, hast du davon etwas? Ja, also das hat damit zu tun, dass das Wissen, also die Kenntnis. Das Wissen? Ja, vom Pflanzen und Umgebung wichtig ist, aber sehr. Fragil? Ja, fragil. Also das Wissen in Pamir und manche Kulturen, wo es kein Skript hat, wo man die Sachen nicht niederschreibt, aber nur oral übertragt, das Wissen über die Medizinen und die Pflanzen, das nützt die Pflanzen, geht immer von Mutter nach Tochter. Und jetzt gibt es viele Frauen, die nach der Stadt gehen mussten, um zu arbeiten, weil es kein Geld gibt, wo sie leben. Also dieses Wissen, das geht, also mit jedem Frau, die stirbt, geht auch eine Pflanze. Weil wenn man nicht weiß, wie man eine Pflanze benutzt, dann verschwindet das auch von dein Blick. Dann siehst du es nicht, dann gibt es auch gar keinen Namen mehr für diese Pflanze. Habe ich gesehen, wie das geht. Also, da gibt es einen Doktor in die Pamir, die ich befreundet habe. Wir haben so ganz viele Gerichte aufgeschrieben, die Rezepte. Und dann am Ende haben wir geguckt, guck mal, jedes Gericht hat eine medizinale Wirkung, hat eine Funktion da in die Gesundheit. Und dann haben wir da so eine Liste gemacht, hatten wir so 30 oder 40 Krankheiten, die man nur durchs Essen bessern kann. Und dann haben wir auch noch ein Kapitel darüber geschrieben, weil das so wichtig war. Und dieser Doktor hat dann immer dauernd in der Sowjetunion war Chirurg. Aber er hat immer die westlichen Medizinen gehabt. Und dann war die Union gefallen und dann gab es nicht mehr. Ja. Aber viele Leute, die krank waren, weil es gab einen Krieg, einen Zivilkrieg. Mhm. Und dann hat er von seiner Mutter und von sich selber wieder gelernt, wie man dann diese Kräuter benutzt, um die Leute zu schützen und zu bessern. Ja. Und das zum Beispiel, das ist eine Pflanze, die gibt es hier nicht, aber so das sammelt sich, das wird hart und das benutzt man gegen Epilepsie. Okay. Also das sind ziemlich starke Medizinen auch, ja, und für Sachen, die, ja, wenn man... Die auch wichtig sein. Und das, für mich ist das auch immer ein bisschen die Zukunft, also... Natürlich braucht man dort bessere Medizin und also es gibt viele Krankheiten, aber man kann es immer kombinieren mit diesem traditionellen Wissen, die es da gibt. Ja, ja. Wie geht das hier in Finchgau und da, oder hier und da, in Bozen, beide, Susanne, Armin, wie gibt es noch diese Wissen von speziellen Pflanzen und ihre medizinale Funktionen und ich denke, dass es mit diesem interkulturellen Garten es ganz viel gibt, denke ich. Aber also es ist gibt das auch so? Verschiedene Pflanzen, wo die Leute sagen, ja, das musst du gut essen, weil das ist für die Leber oder das ist für die Verdauung und so weiter. Nicht? Sie haben eine ganze Reihe von so sehr bitteren Pflanzen und die sind extrem gut für die Leber. Und es ist wirklich schön, auch das selber dann auszuprobieren und ein bisschen zu experimentieren mit diesen Pflanzen. Also ich mache das sehr gern. Ja. Und du fühlst dich auch gesund, wenn du das machst, wenn du die Bitterwürde probierst. Ja, ja, aber es ist interessant, die Wirkung zu sehen. Nicht immer fühlt man sich gut nachher, aber... Ja. Aber es wirkt. Es tut etwas. Und wie ist das hier? Weil die Bürgergenossenschaft, weiß ich, ist jetzt, haben Sie dieses schönes Projekt von dieser Sennerei, diese neue Sennerei haben Sie
übernommen. Mhm. Und jetzt arbeiten sie mit Milchbauern, Käsebauern, um das ein ganz gutes Qualitätsprodukt daraus zu machen. Ist dann auch diese Idee von Nahrung wie ein Medizin, ist das auch ein Teil von diesem Narrativ, von so ein Projekt? Im Grunde ist das erste Ziel jetzt nicht eine Medizin zu machen, aber es geht immer darum, dass qualitätsvolle Nahrung schlussendlich für unsere Gesundheit gut ist. Und dass Nahrung ohne Qualität natürlich auch ihre Auswirkungen hat. Ich glaube, das Bewusstsein der Menschen wächst immer mehr, auch bei uns wird das immer größer, dass Menschen sich mit den natürlichen Nahrungskreisläufen auseinandersetzen wollen und interessiert sind dafür, was wächst alles schon in der Natur, was für uns Menschen auf vielerlei Weise nützlich ist. Mhm. Okay, keine Frage mehr. Wir gehen zum, weil diese Idee von der Landschaft wie eine Schule, das finde ich ganz schön, und ich denke, es gibt ein Element, das wir allen brauchen zum Überleben und auch für die Spiritualität und für alles, und das ist Wasser. Ohne Wasser ist dieser Samentausch, hat auch keine Bedeutung ohne Wasser. Und Frederik, du hast in diesem, das ist von einem anderen Film, oder? Hm? Es gibt noch einen anderen Film, wo du erzählst über diese Wasserfestival. Also das ist ein Festival speziell für die, ein Wasserfest. Hm. Nicht Samenfest, aber ein Wasserfest. Und dann, ich schaue einige Bilder. Das sind die Waldwege von Pamirgebirge. Also dort haben sie auch diese schöne Waldwege, aber andere Stile. Und ich hab euch Waldwege auch noch kopiert. Und dann gibt es auch diese wunderschönen Marillenbäume in Pamirgebirge. Eine eigene Sorte, die kein Wasser, oder wenig Wasser brauchen. Und ich wollte dir fragen, Frederik, weil du hast, ich weiß, du hast gestern diese Wallwegen-Wanderweg gelaufen hier. Und wie war das für dich? Was hast du gesehen? Und wie verschieden sind sie? Oder hast du ein bisschen dieselbe? Ich glaube, die sind ganz gleich, ähnlich. Also das Ziel ist gleich, ist ähnlich. Und also, was ich eigentlich gedacht habe, also es ist eine sehr schöne Wanderung, aber die Waldwege hier, die sind jetzt alle voll mit Blätter und Sachen, und ich habe mich gefragt, wie wird das, wie putzt man das? Weil es in der Pamir, also nach dem Winter, gibt es dieses Festival, das Wasserfestival, und dann gibt es eine Familie, die dann über die Gipfel dieses Berges geht, und die muss dann der Geist von dem Wasser anrufen. Und die rufen also, oh Bibi mach roh, bla bla bla. Und dann kommt der Geist und dann gehen sie mit der ganzen Gemeinschaft, saubern sie diese Wahlwege. Und was dann so ziemlich lustig ist, dass das erste Wasser, das dann da durchkommt, das ist ganz schmutzig, also das ist alles da rein, aber das muss man trinken, weil das ist das beste Wasser des Jahres. Ja. Das begeisterte Wasser. Genau. Okay. Also ich habe mich nur gefragt, wie das hier funktioniert, wie das gemanagt wird. Das ist, glaube ich, eine Frage für die ganze Gemeinschaft hier. Wie funktioniert das hier, Armin, mit dem Wasser? Ich weiß, dass Anna Folie auch so einmal pro Woche die Bewässerung hatte, dass das ein neues System ist, eine moderne Version von diesem alten Waldweg-Teil-System, wenn ich das so super einfach. Aber wie ist die Relation hier mit Wasser? Weil Wasser geht runter und macht, dass die Sache wieder
wachsen. Kirschen noch wachsen. Ja. Wasser ist für Finchka immer schon ein wichtiges, weil es wenig Wasser gibt und gab, mit wenig Niederschlag ist, aber Wasser war immer zentral hier in Finchka. Aber unsere Gesellschaft hat ja auf verschiedenen Ebenen, wo sie Wasser wertschätzt. Dann geht es einerseits als Nahrungsmittel, andererseits aber auch für die Energiegewinnung, andererseits für die Landwirtschaft, andererseits auch touristisch, das heißt auf unterschiedlichen Wegen wird mit Wasser umgegangen. Und so eine gemeinschaftliche Putztag von den Wahlwege? Die Wale werden auch hier gemeinschaftlich geputzt. Im Frühjahr werden sie immer, müssen sie alle gesäubert werden, bevor sie in Betrieb genommen werden. Ja. Und gibt es dann auch das Rufen zum Geist? Ich denke, zum Wassergeist? Da gibt's noch. Weil sie haben auch den Korngeist. Ich weiß nicht, ob er noch existiert, den Korngeist. Gibt es noch einen Wassergeist hier? Nein. Ich habe diese Familie, also das ist nur eine Familie im Dorf, die das dann machen muss. Und ich habe ihn gefragt, also immer dieselbe, die ist gewählt von der Gemeinschaft. Und dann habe ich ihn gefragt, machst du das noch? Also sie haben mir so erzählt, ja, dann mussten wir schreien, so ganz laut, dass sie kommt. Habe ich gesagt, macht ihr das noch? Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen es noch, aber wir schreien nicht so laut. Das ist eigentlich nur ein bisschen sacht. So. Und dann habe ich gefragt, wieso dann? Ja, weil wir eigentlich nicht mehr so sicher sind, dass die Geist noch besteht, dass die noch da ist. Und das hat mich ganz traurig gemacht. Ja, das ist so. Aber das ist genau so, was jetzt da geschieht. Und hier seit vielleicht 50, 60 Jahren geschieden war. Das ist nichts ist ewig, das ändert sich, die Geister, die gehen auch. Man muss etwas Neues da finden, glaube ich. Ja, es gibt eine andere schöne Geschichte mit diesem Wasser, ist, dass die Pamiri glauben, dass das die Wasser von Gletscher ist maskulin, ist männlicher. Männlicher. Männlich. Und die Wasser im Revier, im Fluss. Ist weiblich? Nein. Vom Quelle. Ja, von Quelle. Quelle ist weiblich. Ah. Weil das Wasser in den Revieren ist immer von den Gletschern. Das ist immer männlich. Okay. Aber es gab eine Geschichte mit dem Punkt, wo sie zusammenkommen. Ja, also ein Dorf wird immer da gebaut, wo die zwei zusammenkommen. Okay. Also, und das hat so eine Bedeutung von Fertilität, Fruchtbarkeit, ja. Gibt das hier auch in Finchgau, diese Vorstellung von verschiedenen Energien und wie das dann einander treffen kann? Im Landschaftselementen meine ich. So die Wiese, sind die Wiese weiblich, sind sie? Sind sie maskulin? Agidis, ich muss wieder dir fragen, weil ich sehe keinen anderen Baum jetzt. Wie siehst du das? Nicht bekannt. Mhm. Okay. Okay, wir gehen weiter. Wir sind. Wo? How are we in time? 20 minutes? 15 minutes? It's 10 past. 4? 3? 4, 3. Ich wollte noch ein bisschen. Ja, ich denke, was auch ganz. Wichtig ist diese Frage von Access. Zugang. Diese Frage von Zugang. Wer hat Zugang? Du hast das schon ein bisschen erzählt, wie wenn Monsanto und Syngenta, wenn Monsanto und Syngenta alle Samen kaufen, oder 90% oder 93%. Und dann haben wir keinen Zugang zu diesen Samen. Ohne Geld haben wir jetzt keinen Zugang. Und das ist ein altes Bild von Pustertal, wo die Frauen einen Schlüssel tragen für die Speisezimmer. Zum Speisekammer im Hof. Und dann habe ich. nicht beim Zufall, in Frederiks Buch dieses Bild gesehen. Das ist genau, das könnte dieselbe Bild sein, ne? Auch wieder
die Frauenkleidung mit den Schlüsseln von die Lager, the, where they store the, Speisekammer. Von der Speisekammer mit Samen. Und dann gibt es hier noch ein ganz ältes Bild, älteste Bild. Kannst du darüber erzählen, Frederik? Ja. Also das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Das ist die Geschichte von Maulbeeren und wie die in die Pamir gekommen sind. Und, aber das, ich glaube, das ist trotzdem wichtig, weil, also du hast gesagt earlier. Also die Samen, die haben so, es ist wichtig, die lokale Bedeutung von den Samen zu kennen, also die Link zwischen das Land und die Samen und die Leute. Und, aber fast nichts ist lokal. Ja, also im Ursprung kommen die Samen aus der ganzen Welt. Ist es nur, dass wenn sie hier kommen und von den Leuten bearbeitet werden, dass sie eine lokale Bedeutung bekommen. Und das hier ist die Geschichte, wie der Samen vom Maulbeere in Pamir gekommen sein, weil das ist die einzige Früchte, also die einzige Baum, womit man Seide machen kann. Also die war sehr, sehr wichtig in China. Und das Geheim, the secret, Geheim. Das Geheimnis, war sehr stark geschützt. Das war nicht möglich, die Maulbeere und das Wissen über wie man die Seide macht, aus China zu holen. Und dann gab es einen König, die eine chinesische Prinzessin wollte verheiraten. Und dann hat er kein Geld gefragt wie heißt das? Als Mitgift, aber nur die Samen dieses Maulbeeres. Aber das war nicht möglich. Und dann hat diese Prinzessin, die trotzdem sehr gerne heiraten wollte, hat dann die Samen in ihre Haar geflochten, versteckt, weil man niemals das Haar der Prinzessin berühren macht. Und dann ist sie nach die Pamir gekommen. Aber die Leute da, die wollen gar keine Seide, weil das zu sehr, sehr fragil ist und man soll da arbeiten. Also, aber die Früchte haben sehr gut geklappt. Also jetzt gibt es 60 verschiedene Maulbeere-Varietäten in Pamir und das ist die wichtigste Source of Food. Lebensmittel, die es gibt. Ja. Aber eigentlich wichtiger, weil, also was ist lokal, was ist nicht lokal? Und was ist lokal, was ist nicht lokal und auch was wird hier versteckt, Armin? Gibt es hier Prinzessinnen? Sicher. Die etwas verstecken. Prinzessinnen und Prinzen gibt es sicher. Verstecken sie etwas von euch, von euren Ausländern? Dinkel. Du weißt schon zu viel. Ja, ich kann es nicht sagen. Nein, keine Antwort. Und im Bozen, in diesem interkulturellen Garten, gibt es doch Geheimnisse und Dynamik von Verstecken und Entdecken. Na, in dem Sinne nicht, aber es ist wirklich, also die Samen aus dem eigenen Land sind etwas ganz Wertvolles für die Leute. Also die bringen Verwandte mit oder irgendwie werden sie von Jahr zu Jahr wieder gezogen. Und das ist etwas, was die Leute wirklich, also da sind sie sehr, sehr stolz darauf. Also zum Beispiel eine Corolla zu ziehen, was nicht leicht ist. Die bringen sie dann nachher wirklich wie ganz wertvolle Dinge in den Garten und setzen sie ein. Und wenn man ein Glück hat, bekommt man eine Pflanze geschenkt und kann dann auch sowas wachsen lassen. Ja. Also das ist wirklich, man hat das Gefühl, das ist ganz was Wichtiges. Ja, und das bringt uns dann zum nächsten Bild. Das ist auch das erzählt auch, dass das Essen so wichtig ist oder so eine wichtige Rolle hat in Gemeinschaft. Das ist auch ein Filmstil, Frederik. Und wir sehen hier einen Mann und er betet, he's praying. Offering. Und hier gibt es ganz kleine Tiere, gemacht von Farina, von Mehl. Mehl. Ja.
Und das ist, von mir spricht dieses Bild über das Idee von etwas, von Angebot, weil das macht, dass diese Tiere sind ein Angebot zum... Ein Opfer, Offering? Ein Opfer, ja, ein Opfer. See, Offering? Opfergabe, ja. Ja. Ja, aber es spricht auch, denke ich, über Gastfreundschaft. Weil die Pamiri, wenn sie, wenn die Pamiri travel, reisen, hast du mir erzählt, sie lassen immer auch etwas zum Essen hinter irgendwo, nicht versteckt oder vielleicht versteckt, das weiß ich nicht, für andere Reisige, oder? Also das könnte noch eine schöne Geschichte sein. Das könnte noch eine schöne Geschichte sein, wenn ich es mir erinnere. Nee, also es sind eigentlich zwei Geschichten. Also da gibt es eine Sort Weizen, die sie neu in einem Dorf anbauen, und diese Weizen, damit machen sie ein Brot. Aber das dauert die ganze Nacht und das soll nur von Männern gemacht werden. Die Männer können es machen. Und damit machen dann die Kinder diese Tiere. Und bei Neujahr, also bei persisches Neujahr, tauschen sie dies aus. Und es stimmt, weil also die Leute haben nicht so viel hier. Die haben kein Geld, sind nicht reich. Aber was sie haben, ist zu essen. Also die Gastfreundlichkeit ist für ihn die wichtigste Virtue. Tugend. Ja, okay. Die wichtigste Tugend ist die Gastfreundlichkeit, dass du, wenn eine Gäste kommt, dass du ihm zu essen geben kann und ein Bett kann geben. Und also ja, es stimmt, wenn die reisen oder wenn du da, also für mich, wenn ich da war, um das Buch zu untersuchen, dann war ich auch immer bei Leuten gekommen, die ich nicht gekannt hatte, und da habe ich gefragt, willst du vielleicht noch ein Rezept oder eine Geschichte, und dann, ich hatte dann immer ein bisschen so gefühlt, dass er will, bitte hast du Zeit, und aber die sind dann so gastfreundlich, die waren immer so froh gewesen, mir zu empfangen, das ist einfach, ich glaube, das ist immer so in die Berge, weil man man kann nicht alleine überleben. Man soll das immer zusammen machen. Ist das so, Armin? Ist das so, dass, was Frederik jetzt sagt, dass es immer so ist in Bergen? Erfahrt du das auch? Vorher vielleicht. Nein. Wir leben ja heute in einer sehr individualisierten Gesellschaft, auch bei uns hier. Das heißt, die Gesellschaft ist auch bei uns, wir sind nur relativ in den Bergen, aber auch sehr individualisiert, wie die westliche Gesellschaft. Insofern haben wir gesellschaftlich für alles gesorgt, dass niemand so schnell verhungern muss und auch niemand die Gemeinschaft dann oft braucht. Weil er kann ja immer in einen Laden gehen, dann einkaufen, er braucht ja oft niemand anderen. Ja. Hier die Tradition, dass man zum Beispiel wirklich auf den Bergen. Auf die Berge, auch in die Hütte. Die Hütten, die sind immer offen. Da gibt es meistens auch eine Mahlzeit. Da gibt es Holz. Im Winter sind die Räume auf, also die Schutzhütten, auch wenn im Winter da niemand ist. Der Raum ist offen, wenn da jemand hinkommt. Ja. Schutz braucht. Ja. Es gibt auch dieses wunderbare Buch, nicht, über die Bergbauern in Südtirol, also die zeigen die Erben der Einsamkeit. Und in diesem Buch ist schon die Rede davon, das war ja auch der Gorfer, war Soziologe. Und sie reden immer davon, wie selbstverständlich es war. Also ein Bergbauer musste dem anderen helfen, wenn sein Nachbar gewesen ist. Da gab es gar keine Diskussion, nicht. Aber das ist eine interessante Frage, ne? Dass wenn es nicht mehr, wenn wir keine Hilfe mehr brauchen, dass dann die Gemeinschaft individualisiert. Ja, aber ich glaube, dass es heute schon eine wirklich starke Gegentendenz gibt. Also diese Bewegung, so die Gemeinschaftsgärten oder Gemeinschaftslabors oder Reparaturcafés oder was es alles gibt,
Das sind ganz starke Tendenzen, weil die Leute haben irgendwie genug davon, so Einzelkämpfer zu sein, nicht? Und immer nur alles durchboxen zu müssen. Und sie machen die Erfahrung, und das ist wirklich super, dass man plötzlich zusammen andere Dinge schafft, die man alleine nie geschafft hätte. Und ich glaube, diese Erfahrung ist auch sehr wichtig in diesen Gemeinschaftsgärten. Ja. Also wir haben zusammen Wasserleitungen gebaut, gegraben, und es gibt jemand, der stark ist, und es gibt jemand, der geschickt ist, und jemand, der Know-how hat, und irgendjemand weiß, also jeder kann etwas Bestimmtes dazu beitragen. Und für uns ist ganz wichtig, also wir wollen nicht Geld und Unterstützung für diesen Garten, also wir gehen nicht hin und sagen, es muss uns jemand eine Wasserleitung machen, sondern wir können das selber. Wir sind keine Gruppe von armen, behinderten Leuten, die sich nicht helfen können. Wir können es selber machen. Ja, ja. Also das ist wieder Chimpimini. Also die letzte, dann das letzte Bild. Ein ganz schönes Bild. Also ein Essen. Zwei letzte Bilder, Lisa. Oder drei, oder? Weil die sind allen bei ganz wichtig. Diese erzählt über wieder die Gastfreundschaft. Also dieses Bild erzählt über Gastfreundschaft. Gastfreundlichkeit. Ich hatte gedacht, wenn ich da dieses Bild sehe, das ist eine ganz spezielle Mahlzeit oder etwas, aber das ist eine ganz normale Mahlzeit. Du warst da und dann haben sie etwas zum Tisch gestellt. Und das war die. Und dann, du hast mir erzählt, es gibt allerlei Sachen, dass du mit Brot nicht machen darfst. Das wollte ich jetzt vielleicht zum Letzten von dir hören. Und dann, dieses Bild ist für mich auch ganz wichtig. Das ist dieses Bild von allen Grains and Pulses, also Getreide und Pilzenfrüchte, die im Pamirgebirge zusammen angebaut werden. Und das gibt im Feld ganz viel Vielfalt. Und das gibt im Suppe, in dieser Hasorsa und diese Roche-Suppe, gibt es dann auch eine ganz gesunde Suppe mit ganz vielen Lebensmitteln. Und ich denke, dass diese Form von Denken, das gemischte Denken, also nicht diskriminiert denken in hier und da, Entschuldigung, aber vielleicht, aber nicht hier oder da, aber hier und da, das ist die gemischte, vielleicht diese gemischte Denke, dass wir brauchen. Und also kannst du vielleicht kurz erzählen, ich das erzähle mal, dass man diese. Ja, diese, okay. Weil ja. Wenn das ist wichtiger. Also ich glaube, die Vandana Shiva hat ein Buch geschrieben, The Monoculture of the Mind. Die Monokultur des Denkens. Und wenn ich hier am ersten Mal war, dann habe ich diese Felder gesehen, diese Acker. Und da habe ich gefragt, das ist ja ganz unorganisiert und ganz ineffizient und scheiße, wie macht man das? Da gibt es fünf verschiedene Sorten, nicht nur Sorten, nur Species. Also Bohnen, Getreide. Also wie ernst man das, wie separiert man das, dass man es noch benutzen kann? Und das habe ich niemals verstanden, und auch wenn ich das an die Leute gefragt habe, habe ich es nicht verstanden, habe sie es nicht, mir nicht erklären können. Und dann viel später, als sie mir gezeigt haben, wie man diese Suppe macht, haben sie gezeigt, und die Suppe, also die Tagliatelle, die sie machen, die sind ja eigentlich, die sind ganz anders, als wir kennen, aber sehr, sehr schmeckvoll. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben diese Äcker haben wir nur, um diese Tagliatelle zu machen. Also wir haben einen Acker für ein Gericht. Und dann habe ich verstanden, ah ja, also das erntet man alles zusammen. Das ist so ausgewählt, dass sie allen zusammen reif sind. Und dann mischen sie das, und das geht dann nach die Mühle, und dann gibt es so ein gemischtes Mehl. Und dann habe ich verstanden, ah ja.
Das ist eigentlich sehr intelligent, weil hier nur Getreide verarbeiten, das fragt zu viel von der Boden. Wenn man es zusammen mit Hülsfrüchten arbeitet, dann gibt es so die Fruchtbarkeit geht zurück im Boden. Also das hat mein Denken eigentlich ziemlich verändert. Und ich glaube, das ist jetzt, wenn Sie also die Bauern hier erzählen, dass sie andere Getreide verarbeiten wollen, aber dass das nicht klappt mit dem Markt. Dann ist das genau das, dass die Markt ist komplett Monokultur, ne? Komplett effizient und da gibt es nur eine Weise, das zu machen und das geht nicht mit Getreidevielfalt, das geht nicht zusammen. Also da soll man dann eine andere Manier finden, glaube ich, ja. Ein anderes System. Wollen Sie beide noch kurz darüber reagieren zum Schluss oder denken Sie, Armin? Ein Schlusswort. Schlusswort. Im Grunde war das ja ein gutes Schlusswort, glaube ich, dieses ja? Monokultur im Kopf von Vandana Shiva. Im Kopf, ja. Monokultur im Kopf macht Monokultur im Welt. Was eine gute Flache. Verbindung ist. Sehr wichtig. Ja. Ja, genau. Ja. Also, gute Verbindung mit hier und da. Ja, ja. Ja. Dann mache ich das Schlusswort. Vielen Dank für das Anhören und ich denke, dass auch dieses Projekt von das Sammeln von Geschichte von Samen, das ist für mich auch eine kleine Manier, vielleicht eine kleine Manier, um auch nicht nur Vielfalt und Biodiversität, aber auch Vielfalt im kulturellen Sinn, kulturelle Bedeutnis und Vielfalt von Geschichte müssen wir auch haben. Vielfalt von Stimmen, Vielfalt von Mode di scrivere, how do you say this? Mode di scrivere. Darum frage ich euch allen, die hier heute hier sind, um teilzunehmen mit dieser kleinen Untergrundgeschichte-Revolution, nahm ich das. Wenn Sie allen einen so zu Hause mitnehmen, können Sie jemanden fragen, eine Geschichte zu euch zu erzählen und das dann aufschreiben und dann so zum einen Paket machen und das jemand schenken und so können diese Geschichte, die und wir haben ganz schöne Geschichte hier gehört von Finchgau, von Wurzeln und von die Pamirgebirge, das war ein bisschen eine Reise. Ja, noch dazu sagen, aufschreiben, ein Foto machen und schicken. Ja, es gibt hier diese, hier gibt es ein kleine Regula, Einhaltung, wie das benutzt werden kann. Und das könnte super schön sein, wenn wir so ein Archiv, ein Lebendarchiv. Und wenn Sie das Promise? Versprechen. Wenn Sie versprechen, das zu machen, dürfen Sie auch eine Geschichte von dieser Sammlung mitnehmen. Aber dann müssen Sie jetzt versprechen, dass Sie das auch selber machen können. Und zum Schluss hab ich dann ein Geschenk für dir, Surpresa. Ganz große Surpresa. Ich habe für Armin habe ich die Geschichte von Kamrun Nahar aus Bangladesch und sie ist eine Gärtnerin von Bozen und das ist die Geschichte von die Corolla Bittergourd. Ist gut für deine Gesundheit. Ah, danke schön. Und dann habe ich für ich kann dir sagen, Frederik, was man da genau macht. Damit. Habe ich die Winter- und Sommerrocken-Geschichte, das du selbst ausgeschrieben hast, von den Friedel Pobitzer hier aus Mainz. Das ist danke. Für dir. Danke für deine Hilfe und Präsenz diese Woche. Und ich habe für dir, Susanne, in großer Dank, dass du mir geholfen hast für alle Kontakte, auch von Gärtner und Gärtnerinnen, habe ich für dir die Oro Nero, schwarzes Gold. Und das ist die marokkanische Name für Schwarzkümmel. Und das ist für dir. Danke. Danke, alle drei. Danke dir alle. Und danke Sie für die Präsenz.